Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Splinter Cell Blacklist. So, und ich werde jetzt in der Tat erstmal zu Charlie laufen und mal gucken, wie denn seine Missionen so gestrickt sind. Oder die Missionen für ihn. Hey Sam. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass jetzt hier auch anders wieder ablaufen wird. Allerdings wird dadurch sämtliche Missionen dasselbe Konzept laufen wird. So wie bei den anderen Wie sieht's Spezialmissionen aus, ja Charlie? auch. Gut, naja, okay. Ich habe ein Backup installiert, das virenfrei war. Du weißt, wann das Ding zugeschlagen hat? Nein, ich meine, vielleicht. Es ist schwer zu sagen, weißt du? Ich rede mal mit Grimm. Gut, den Dialog hatten wir ja eigentlich schon, aber egal, machen wir mal hier. Woran arbeitest du, außer Grimm zu nerven? Ich finde alles über unsere Freunde raus. Ich habe meine Äuglein überall. Sehen die mehr als das SMI? Keine Ahnung, aber wir werden es bald wissen. Einer meiner Freunde ist ein Pakistani, der im Jemen lebt. Er hat bei der Botschaft einen toten Briefkasten eingerichtet. Einen toten Briefkasten? Hat er eine E-Mail-Phobie? Die Daten sind zu heiß. Er hat mir gesagt, dass Leute danach suchen würden. Vertraust du ihm genug, um mich reinzuschicken? Ja, das tue ich. Dann an die Arbeit. Ja, leg mal los, so. Zacki, zacki. Auf geht's. So, ja, hier an der Ausrüstung werde ich wahrscheinlich nichts mehr groß verändern. Ich könnte zwar auch noch mal eine andere Waffe. Na, komm, egal. Pakistan, Botschaft. Sanaa, Jemen. Aber warte mal, bis es geladen ist und gucken wir mal dann. Wo kommen denn all die Gegner her? Die Engineers haben die Botschaft gestört. Sie suchen wohl auch nach dem Paket. Kannst du mich abholen? Erst wenn die Kämpfe abgeflaut sind. Halte so lange die Stellung. Die Barrikaden dürften dabei deine beste Schutzmöglichkeit sein. Verstanden. Überlebe 20 Angriffswellen und entkomme. 5 Sekunden bis Kontakt. WTF? Veräppeln? WTF? Könnte Hilfe bei der Suche gebrauchen. Okay, dann los. Hilfe. Mann ausgefallen! Da ist der Schütze! Da ist der Schütze? Ist der sicher? Kontakt! Granate los! Oh oh! Welle 1 abgeschlossen. WTF. Feindkontakt in 5 Sekunden. Welle 2, verbleibende Gegner 10. Du kannst dich nach jeweils 5 überlebten Wellen abholen lassen und deine Belohnung zu kassieren. Okay. Wie wär's, wenn du mal dich treffen lässt, verreckst und liegen bleibst? Tschüss. Was? Was? Alter, das glaube ich ja jetzt echt nicht, ne? Es kommt gleich Besuch. Ich glaub's echt nicht. Da krieg ich jetzt hier wirklich von
aus allen Richtungen Besuch oder was? Ich stelle mich jetzt mal hier in diese Ecke. Und eins weiß ich schon mal. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Und vor allem hab eher so das Gefühl, dass... du willst mich doch was verarschen. Ich glaub's ja jetzt echt nicht, ne? Dieses billige, klein, billige Fahrzeug, Glas, Auto, Glas. Dieses billige Fahrzeug, Glas, soll man nicht schießen können? Was soll das denn? Von wegen, da ist er. Achtung, seid vorsichtig, wir haben Gesellschaft. Ich habe vorhin nicht so viele abgeschossen wie eben bei der ersten Welle. Haben die sich da mit der einen Granate teilweise selbst weggesprengt, weil das so schnell rum war? Verbleibende Gegner 2. Ich finde es ja richtig asozial. Bei so manchem Spiel, wie treffsicher die mit Granaten so umgehen, ne? Also ich fand jetzt aus der Position, wo der da war, hinter dem Auto, dass er da so... Pfiff. Die gruppieren sich neu. Das ist kein Rückzug. Ja, wer hätte das gedacht? Bereit machen. Da kommen sie. Tim, 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 wo sind sie denn? Hier ist ein Eindringling. Sucht nach ihm. Ach ja, genau. Da kommen jetzt auf einmal Gegner. Also das finde ich schon relativ mies. Wie da auf einmal Gegner sind, sag mal. Ach Gott, schön. Hund. Ich hasse Hunde. Hab ich das schon mal erzählt? Okay. Okay. Ganz ehrlich, mit sowas habe ich ganz ehrlich nicht gerechnet. Und ich finde, das hat jetzt mit Splinter Cell auch überhaupt nichts mehr zu tun. Sich dahin zu stellen und Gegnerwellen abzuschießen? Nein. Da mache ich nicht mit. Die Charlie-Missionen sind für mich somit erledigt. Also ich habe mir das eigentlich schon am Anfang gedacht. Ich habe mir gedacht, ich probiere es mal kurz aus. Aber ich weiß nicht. Dass das alleine geht, ja, finde ich dann ja schon doch ein bisschen komisch, ne? Ich weiß jetzt nicht, was die Missionen für Briggs sein sind dann, aber dafür braucht man jetzt zwingend einen zweiten Spieler. Ich finde, das hat eigentlich zwingend auch einen zweiten Spieler nötig. Wobei, man kann sich halt auch ein bisschen weniger dumm anstellen wie ich, aber nee, ich finde, das hat jetzt mit Splinter auch soweit nichts zu tun, das brauche ich jetzt hier nicht zu zeigen. Ich mache jetzt hier mal weiter mit der Story. Und modifiziert. Es lässt sich an neue Hardware-Umgebungen anpassen und sendet Details zu den Systemanforderungen nach Hause. Und von dort wird es on the fly an das neue System angepasst. Oh, das ist klasse. Ich meine, scheiße. Aber cool. Waren das eure Leute? Scheiße, ich dachte eher an deine Freunde. Ja, aber das ist gut und
infiziertes System lahmlegen. Ha, habe ich auch schon gemerkt. Versuch's mal auf der anderen Seite vom Atlantik. WTF war das jetzt? Okay, bevor ich mich noch weiter verwirren lasse, starte mal. Du wechselst so lange die Frequenzen, bis du jemanden erreichst, okay? Briggs, Neuigkeiten über das Schiff? Die Verbindungen nach draußen sind fast alle unterbrochen. Wir können niemanden erreichen, aber wir arbeiten dran. Charlie. Das Virus, ich habe die Quelle gefunden. Es wurde aktiv, als wir Sams Tablet aus Mirava untersucht haben. Niemals das System. Ich habe doch nur ein paar Sicherheitsprotokolle modifiziert. Ich wollte alles etwas schneller machen. Deinetwegen kam es ins System? So haben die uns in Mexiko entdeckt. Nein, das war anders. Nachdem wir gelandet waren, da habe ich ein ehemaliges Mitglied des Kartells kontaktiert. Die Engineers haben Kopfgelder auf uns ausgesetzt. Bestimmt hat er mich verraten. Charlie, wieso? Läuft! Amerikas Benzin war erfolgreich. Deshalb ist die Direktive zum Schutz der Regierung in Kraft. Was war Ihr Ziel? Sorry, Sam, es kommen sehr viele Daten rein. Da ist es. Sieht nach Louisiana aus. Sabine Pass. Ein Gastanker. Oh mein Gott. Sabine Pass. Da steht die fetteste Raffinerie der Golfküste. Die Engineers haben die Anlage zuerst mit einem Virus und dann mit dem Tanker attackiert. Die Notsysteme waren ausgeschaltet. Ein Komplettausfall. Das Virus arbeitet genau wie das, das unser Flugzeug erwischt hat. Oh, scheiße. Jede Raffinerie an der Küste ist damit infiziert. Wenn das Feuer überspringt. Fackeln sie allesamt ab. Ja, starten wir mal die Mission, ne? In einer brennenden Raffinerie geht man nicht subtil vor. Das SMI empfiehlt daher Aufklärung mit dem Trikopter und Splittergranaten für maximalen Schaden. Okay. Wollen wir mal gucken. Der Trikopter ist ausgerichtet und die Splittergranaten möchte ich eigentlich gerade ausrüsten. Was hätte man denn da, was man stattdessen weghauen könnten? Ihr könnt natürlich die Splittergranate auch mal mitnehmen, ne? Den Geräuschermitter. Ich habe den ausgerüstet und danach nicht mehr benutzt, ne? Soll ich ihn mitnehmen oder. Was tue ich dafür weg? Ein Haft-EMP. Ich finde die Dinger ja alle eigentlich relativ nützlich. Rauchgranate, Schlafgas. Ich glaube, ich schau den Haft-EMP mal weg. Und nehme dafür die. Oh. Kaufen und ausrüsten. Hatte ich ja noch gar nicht aufgekauft. Okay, dann haben wir jetzt mal eine Splittergranate dabei. Und. Ich hatte die Blendgranate aber jetzt nicht dabei, oder? Habe ich dafür jetzt noch was anderes weggehauen? Ja, natürlich, die Haftkamera. Ich finde das schon irgendwie mies. Man benutzt da, man will da was ausrüsten und man wird nicht gefragt, was man dafür ersetzen will. Na, es wird halt einfach irgendwas weggemacht, ne? Gut, die Haftkamera nehmen wir weiter hin mit. Nährungsmine. Nee, mit solchen Dingen habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Wobei, habe ich überhaupt schon Erfahrungen gemacht mit? Ist egal. So, irgendwas wollte ich noch zu der Mission. Also diesen Spezialmission für Charlie sagen. Da habe ich ja dann aufgehört zu reden. Ich weiß jetzt gar nicht, was. Starten wir mal die Mission. Wir nähern uns Absprungszone, Sam. Bereit? Pilot leitet Sinkflug ein. Reduzieren Geschwindigkeit. Und 3, 2, 1. Los, 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 los! Grim, Sam ist raus. Verstanden. Dann mal los. Alter Verwalter, springt da halt einfach mal an so einem Seil befestigt aus dem Flugzeug. Meine Fresse. Die haben Ideen. Grim, bin gelandet. Bewege mich jetzt zum Hubschrauber. Sam, die Fields scheinen unter starkem Beschuss zu stehen. Engineers. Bestätigt. Sind festgenagelt. Wer weiß, wie lange sie noch standhalten.
So, erstmal das Nachtsichtgerät aktivieren. So, da müssen wir jetzt hin. Oh, vielleicht hätte ich doch... Ja, ich habe das Snipergewehr dabei. Vielleicht hätte ich da doch... Mist, kann ich das nochmal... Kann ich das jetzt nochmal hier, Mist? Gibt's hier irgendwie irgendwo die Möglichkeit, da nochmal... Scheibengleister. Da wäre es ja jetzt echt ganz praktisch. Das würde ich gerne ändern. Da wäre vielleicht doch was anderes. Aber mal gucken, vielleicht kommen wir mit dem Sniper doch zurecht. Ja, was könnten wir dann über diese Mission da noch erzählen? Die wir da für Charlie machen. Also, es sind ja einfach nur wie so ein Überlebenskampf, ne? Wellen überleben und, Wellen überleben. Und mehr ja irgendwie nicht. Und ja, irgendwie hat es ja auch relativ wenig mit Splinter Cell zu tun. Und ich dachte, habt ihr eigentlich vermutet, hier so Missionen wie für Corbin und Dings? Amerikaner, Blade! Chaos! Woher kennen Sie die Parole? Sie werden nicht feuern, also hören Sie auf mich zu zielen. Ich will Ihnen helfen. Wer sagt, dass wir Hilfe brauchen? Was machen Sie hier? Undercover-Einsatz. Sollen Sie die Anlage hier sichern? Die hatten uns beauftragt, den Tanker zu schützen, aber zu spät. Danach sind wir hierher gekommen und haben die Angreifer verfolgt. Wir hatten beinahe den Anführer. Dann ging alles den Bach runter. Grimm, hochrangiges Mitglied der Engineers vor Ort. Zeig mir den Weg. Anführer der Engineers. Deckung, Deckung! Gas lang. Ist er denn gefangen? Nehmen. Oh, 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 oh. Ist ja schon eine interessante Sache, ne? Tricke Kuh. Also, ne? Ja, da habe ich jetzt gerade echt nicht so wirklich mit gerechnet. Tschüss. Ach ja, ja, genau. Macht halt mal. Lass keinen durch. Ich schieß halt immer nur vorbei, ne? Wie war das noch gleich hier? Wo haben wir denn da? Splittergranate, das hier, ne? Erstmal einen weghauen hier. Ihr könnt mich mal. Das sind noch andere Gegner, ne? Habe ich jetzt auch noch hier ein Zeitproblem? Nee. Sieht nicht so aus. Blöd, Mann. Holla, die Fee. Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch schon einen Teil der... Sag mal, hast du eigentlich kein Problem? Ist das keine Probleme, außer mir Druck zu machen? Ich bin gerade immer noch so ein bisschen auch, verwirrt und enttäuscht eigentlich von den Missionen für Charlie. Das ist hier gerade echt ein bisschen... Sam, die Erstversorger werden angegriffen. Auf dem Weg. Grimm, ich brauche den Chefingenieur. So schnell ich kann. So, ich weiß jetzt gar nicht, kommt hier noch was? So ein Dingens zum... Gucken, ob mir hier irgendwas mal angezeigt wird, so.
dingsmäßig. Also ich sehe hier groß mal erst gar nichts. Gut, hier werde ich gleich hochklettern. Ansonsten gucke ich mich hier gerade mal noch ein bisschen um. Ach, hier kriegt man erstmal gesagt, da darfst du nicht weitergehen. Okay, ich würde sagen, hier mache ich jetzt aber auch mal kurz ein Päuschen und spielen wir da einfach im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.